Wow! Die haben Raketenwerfer! Oh, ich muss Gas geben! Bleiben Sie stehen! Boah, Mann! Wow! Was soll das denn? Okay, eine down. Attention Unit 1, all available David units on alert. We have shot fired at an officer. Use of lethal force is authorized. Officer has been shot and critically wounded. All units respond. Code 99 emergency. Hallo und willkommen zu einer lang ersehnten Folge LSPDFR. Es ist Samstag und es wird höchste Zeit, hier wieder die Sicherheit in Los Santos herzustellen. Eins mal vorweg, und zwar, ihr seht mich hier in First Person, in dem Cruiser, der so aussieht. Das ist ein echt toller Cruiser. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass hier das Fahrzeug ein Dodge Charger ist. Ich werde es auch später nochmal etwas zeigen. Ich habe mir das letzte Mal die Kommentare durchgelesen und da wurde auch mal gefragt, ob ich mal in First Person zocken kann. Und das ist also heute das Besondere. Ich werde komplett in First Person spielen. Mal gespannt, ob das eine gute Idee sein wird, ne? Ich will mich jetzt zunächst einmal entschuldigen, dass jetzt so lange kein Video kam. Ich weiß ja, dass die Resonanz dazu sehr positiv ist. Und ihr da immer lange wartet auf eine neue Folge. Die vergangenen Wochen bzw. Monate hatten wir einfach keine Zeit. Und da blieb das dann auch ein bisschen auf der Strecke. Dazu kam auch noch das Problem auf der technischen Seite. Jetzt sollte das alles ein bisschen besser laufen und dementsprechend, machen wir heute mal eine Patrouille wieder. Ne? Haben wir mal allerhöchste Zeit. Gut. Ansonsten habe ich auch wieder viele neue Einsätze drin. Und habe auf jeden Fall mal vor, das Fahrzeug zu zeigen. Dazu fahre ich jetzt hier mal kurz in die Lücke rein. So. Und los geht's. Ne? Das ist der Cruiser. Ja, Dodge Charger. Ich glaube 2011 kam das Facelift. Und ist wirklich sehr, sehr toll gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich dran denke, den Link in die Beschreibung zu packen. Das Problem ist halt, die ist unvollständig, weil da ständig neue Mods drin reinkommen und dann kommen andere wieder raus und das ändert sich immer mit jeder Folge. Deswegen kann es sein, dass das jetzt nicht ganz up to date ist. Gut, ich würde sagen, wir stellen uns hier verfügbar und nein, was machst du denn? So, wir steigen wieder ein. So, los geht's. Attention all units, shots fired in Pillbox Hill. All units respond. Code 99 emergency. Green 2, we are on our way. Dispatch, this is Victor 13. We're on it. Oh, das ist direkt hier. On standby. Wow! Die haben Raketenwerfer. Oh, ich muss Gas geben. Wow! Na holla die Waldfee, was haben wir da denn? Sowas habe ich noch nie erlebt. Wir brauchen auf jeden Fall ein SWAT-Team. Attention all units, backup required in Pillbox Hill. All units, we have units requesting helicopter support. Over. Pillbox Hill. All available David units on alert. Assistance needed in Pillbox Hill. Okay, anscheinend sind die Zielpersonen neutralisiert. Wir fahren mal hin und gucken mal nach. Das war übler Shit gerade. Ohne Witz, das war echt übler Shit. Wir gucken mal nach, ob die Situation bereinigt ist. Und hier ist ganz schön was abgegangen. Meine Güte. Wow. Wow. Es gibt Tote und Verletzte, ne, würde man jetzt hier normalerweise sagen. Aber hier liegt keine Leiche, ne? Die haben hier ganz schön was angestellt. Wie viele kaputte Fahrzeuge haben wir denn jetzt hier? Lass mal kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Und die haben auch auf mich geschossen, ne? Also, so war es jetzt nicht. Man hat es jetzt leider nicht gesehen, weil ich ja hier in First Person heute zocke. Aber das war eng, ne? Das war wirklich eng. Und ich habe auch sogar ein bisschen was. Also die Weste hat auch ein bisschen was abgefangen, ne? Und meine Scheibe ist kaputt hier hinten links. Okay. Hab auch hier ein paar Einschusslöcher. Aber wir haben es überstanden, ne?
Das ist doch eine ganz gute Sache. Attention Unit 1, Lincoln 18. Citizens report at 484 in Little Seoul. So, und wir haben jetzt hier ein Random Event. Den picken wir mal raus, ne? Der hat anscheinend Drogen genommen, so wie wir das jetzt gerade gesehen haben. So, und den kontrollieren wir mal, ne? Machen wir zuerst einen Playcheck und gucken mal nach, ob da jetzt mal, ob da eine formelle Sache vorliegt schon vornherein. Target License Plate 02 Charles Lincoln William 4 3 9 no 1099. So, und das ist die Jessica Parker. So, an sich ist alles in Ordnung, ja, Führerschein ist in Ordnung, es sind keine Haftbefehle offen, wir gucken einfach mal nach und machen eventuell einen Drogentest. Die ist geboren 98, ne, also die fährt noch nicht lange. Nabend. Oh, und der raucht da was auf dem Beifahrersitz. So, ich bräuchte den Personalausweis. Das ist die Jessica Parker. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was nochmal die Tastenkombination war für einen Drogentest. Ich glaube, es war STRG und Q, ne? Müsste das gewesen sein. O. Das ist STRG und O. Und jetzt geht's los. Jetzt dürfen sie mal pusten. Okay, sie ist positiv auf Kokain. Das ist natürlich nicht gut. Und ich muss sie jetzt bitten auszusteigen, ne, Ma'am, sie, oh ja, sie sind schon ganz schön benebelt, ne, also sie müssen jetzt auf jeden Fall mit auf die Wache kommen, da wird ihnen Blut abgenommen, ja, genau, aber solange die Leute sich jetzt nicht wehren, ist das absolut in Ordnung, ne, also es funktioniert ja hier schon relativ diszipliniert. Ma'am, kommen Sie mal bitte mit, wir müssen hier runter von der Straße. So, setzen Sie sich mal kurz hin. Bitte. Oh, was ist denn jetzt passiert? Okay. Und da haben wir auch schon den nächsten Einsatz. So, und da ist eine Verfolgungsjagd im Gange. Und wir müssen mal gucken, ob die Zielperson... Hey, aus dem Weg. Muss mal gucken, ob die Zielperson mir entgegenfährt sogar. Scheint der Fall zu sein. Und ich muss kurz mein Fahrzeug reparieren. Das hat nämlich vorhin ein bisschen was abbekommen von den, okay. Zwei Platten. Wir haben zwei Platten geschossen. Sehr gut. Das macht ihn dann doch schon ein bisschen langsamer. Ansonsten fordern wir jetzt mal Luftunterstützung an, denn... Sag mal... Ich liebe einfach die Verstärkung. So, wir können mal versuchen, den Pit-Manöver zu machen. Mal gucken, wie das in First Person funktioniert. Und das funktioniert gut. So, steigen Sie aus. Raus aus dem Fahrzeug, Hände hoch. Genau, runter auf den Boden. Genau. So, den kontrollieren wir mal sofort, ne? Den Andrew Washington. Wir können den jetzt auch gerade mal noch kontrollieren, ob er illegale Gegenstände bei sich hat. Und, a baggie of credit cards. Okay, also er hat, ja, mehrere Kreditkarten, die vermutlich gestohlen sind. Das heißt, der hat ganz schön was verbrochen, ne? So. Der geht natürlich auch ins Gefängnis, ja, ist ja auch klar. Und dieses Fahrzeug muss sichergestellt werden. So, kommen Sie mal hierher, bitte. So, und Sie dürfen sich jetzt hier erstmal, genau, er ist ja schon, er wird ja jetzt schon abgeholt. Okay, gut. Wir buchten dieses Fahrzeug ein, denn das muss von der Spurensicherung erstmal kontrolliert werden, ne, ob da noch irgendwas anderes drin ist, was da nicht drin sein sollte. Und da geht's für uns weiter, ne? Und der Cruiser, das Fahrzeug, hat echt was abbekommen, ne? Wie ihr seht. Wir haben ja vorne diesen Rammbügel, der das Schlimmste verhindert, aber...
der Staat muss es bezahlen, ne? Das ist nicht so schön. Gut, gehen wir weiter, ja. War dann doch jetzt echt spektakulär, auch jetzt gerade mit dem Pint-Manöver. Das hat verdammt gut funktioniert hier in der First Person, ne? Muss man schon sagen. Okay. Fahren wir weiter und gucken mal, ob wir noch irgendwas anderes Verdächtiges sehen. Wir bewegen uns jetzt in Richtung Norden. Das heißt, wir sind jetzt bald in Vinewood Downtown. Und mal abchecken, wie viel Uhr es ist. Ah, gut, es dauert noch ein bisschen, bis der Alkohol fließt. So, und wir haben jetzt hier ein Fahrzeug, das hier sehr, sehr kritisch abgestellt ist. Das heißt, wir setzen hier mal ein Knöllchen dran, ne? Ihr seht ja, wie das hier steht. Das ist nicht gut, ne? Ich meine, der Bürgersteig, der ist da. Ich meine, gut, ja, ist jetzt schön breit, ne? Aber normalerweise sollten die Fahrzeuge nicht auf dem Bürgersteig stehen. Das heißt, wir machen jetzt hier mal ein Ticket, das wir hier schreiben. Muss natürlich auch mal hier wieder nachschauen, wie das nochmal funktioniert, weil das ist ein Teil von diesem, Traffic Polizer. Und das melden wir auch an die Zentrale, dass die weiß, dass das Fahrzeug hier schon bekannt ist, ne? We have an illegally parked vehicle on, Hawick Avenue. Target vehicle license plate, 4-1 John Boy Ocean 2-6-1. Proceed with patrol. Alles klar, also wir haben jetzt nochmal das Okay bekommen von der Zentrale und das darf nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein. Sag mal, was soll denn das hier, Ma'am? Kommen Sie mal raus, bitte, kommen Sie mal raus. Ich bräuchte jetzt mal den Personalausweis, weil Sie sind da fast an mein Auto gefahren. Ah, die Kirsti. Riders heißt die auch noch, ne? Das muss die auch erstmal lernen, ne? Gut, und der Führerschein ist ausgelaufen. Er ist nicht entzogen worden, aber ist halt, das Datum ist abgelaufen. Das heißt für dich, Kirsti, gibt es leider eine saftige Verwarnung, ne? Und dann darfst du weiterfahren, sofern du mir jetzt nicht an das Auto fährst, ne? Dann geht das. So, wir schreiben eine Notiz, ne? Und sie bekommen auf jeden Fall Post von uns, ja. Denn so geht das nicht, Kirsti. So, jetzt fahren sie bitte weiter. So, da haben wir zwei Bordsteinspalben. Die werden wir mal überprüfen. So. Okay, und die wollen flüchten, ne? Also die haben wir vermutlich Dreck am Stecken. Bleiben Sie mal bitte stehen. Bleiben Sie mal bitte stehen. Okay, die Flüchter, die werden wir auf jeden Fall mit auf die Wache nehmen, ne? Das ist Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Wo rennen die jetzt hin? Bleiben Sie bitte stehen! Bleiben Sie bitte stehen! Bleiben Sie stehen! Sie sind festgenommen! Sie sind festgenommen! Bleiben Sie... Genau, Hände hoch! Runter auf den Boden! Runter auf den Boden, da wird's bald! Kleine Schlampe. Nee. War nur Spaß. Ah. Julie Schock. Ja, wenn du AIDS hast, du schockst auch deine Kunden, ne? Attention Unit 1, Lincoln 18. Citizens das ist direkt hier. DUI on Spanish Avenue. Das ist direkt hier. Da fahren wir sofort hin. So, mal gucken, ob der sich ranwinken lässt. Nein, lässt er nicht. So, und er hat augenscheinlich, weiß er nimmer, was er tut, ne? Attention all units, backup needed on Portola Drive in Rockwood Hills. So, wir machen mal ein Pit-Manöver und mal gucken, ob das funktioniert. Der ist ja hier schon, hat jetzt sogar einen Unfall verursacht. Jetzt holen wir ihn aus dem Verkehr. Boah, Mann. Sag mal.
So, stellt ihn zu. Stellt ihn doch zu. So, und wir versuchen den jetzt so schnell wie es geht aus dem Verkehr zu ziehen. Aber das ist immer leichter gesagt als getan, ne? Und da sitzen sogar zwei drin. Das heißt, wir brauchen hier noch ein bisschen Unterstützung. We've got an officer requiring assistance in Rockford Hills. Roger that. We're on our way. So, jetzt probieren wir es nochmal. Nein, 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 die sind... Und das... Anscheinend blockiert das Rad und deswegen sind die so langsam unterwegs, ne? Oder wie sieht das jetzt aus? Ja, das Rad blockiert. Okay, eine down. Attention Unit 1, Lincoln 18. We have a stolen police vehicle on North Rockford Drive. Okay, er ist down. Wir brauchen hier auf jeden Fall IMS. Roger, dispatch, we are en route. Und ihr seht, mein Auto hat ein bisschen was abbekommen, ne? Jetzt in dieser Verfolgungsjagd. Erstmal das Blaulicht wieder einschalten. Okay. Okay, okay. So, die kümmern sich jetzt um die zwei hier. So wie es aussieht, holt er den sogar zurück, ne, Mann. Nein, nee, okay. Dann gehen wir mal da nach hinten, da kommt sogar noch ein Rettungswagen. Okay, wir haben jetzt zwei Tote, wir rufen die Gerichtsmediziner und die kümmern sich dann um alles Weitere. Gunfire reported in Rockford Hills. All units respond. Code 99 emergency. Und es gab da vorne einen Stau, so wie es aussieht. Irgendein Auto fährt da nicht, ne? Dieser. Was ist da denn los? So, da gibt es jetzt möglicherweise gerade ein Problem. Die Person müssen wir mal kontrollieren, ne? Weil so geht's nicht. So, den Bullet, den kontrollieren wir mal. Ja. Die hat jetzt mitten auf der Kreuzung angehalten. Also. 8, 7, X-ray, Sam, Nora, 9, oh, 5, ja. 8, a hit and run. Proceed with caution. Gut, ansonsten ist eigentlich alles okay. Gehen da jetzt mal mit ein bisschen Vorsicht ans Fenster. Guten Abend, hallo. Beziehungsweise guten Morgen. Wir riechen Marihuana. So, ich bräuchte zunächst einmal den Personalausweis. Haben Sie irgendwas getrunken? Dürfte ich mal einen Test machen? Wir machen mal einen kurzen Test. Okay, Drogentest sind negativ und ich glaube mit Shift und O machen wir nämlich einen Alkotest. So, und sie hat 0,82 Promille, das heißt sie ist alkoholisiert gefahren und gegen das Fahrzeug liegt ein Flag vor wegen Fahrerflucht. Ne? Das heißt, die Frau muss jetzt erstmal aussteigen. Ja, sie geht auf jeden Fall mit auf die Wache. Sie kommen jetzt mit zur Wache, dort wird Ihnen eine Blutprobe entnommen und auf Sie kommt eine Anzeige zu. Das Fahrzeug wird eingezogen, denn das Fahrzeug hat einen Flag wegen Fahrerflucht. Ja, ja, ich bin das nicht gewesen, das war jemand anderes, bla bla bla. So, sie kommen trotzdem mit auf die Wache. Ja. So. Ne, solche Flags sind immer fahrzeugbezogen, ne, weil man weiß ja nicht, wer gefahren ist.
Und in erster Linie ist natürlich der Halter, ne, der dann Post kriegt, beziehungsweise auf den dann der Haftbefehl dann ausgestellt wird. Und wenn der Fahrer dann Auskunft, also der Halter Auskunft zum Fahrer geben kann, dann geht das dann auch weiter, ne? Wir werden jetzt hier mal noch gucken, ob wir hier noch was finden im Fahrzeug, was vielleicht für uns von Relevanz ist. Das ist auf jeden Fall ein schönes Interieur und wir haben Geld gefunden, also es wird immer schöner. Gucken wir mal nach, ob wir hier was finden. Und ein MacBook Air. Es ist jetzt hier grün markiert, vielleicht ist das gestohlen, ne? Wer weiß. Wir haben ein Dildo gefunden, einen verbrannten Schwamm und einen Cowboy-Hut. Ja. Oh, benutzte Nadeln. So, wir rufen auf jeden Fall einen Abschleppwagen, denn das kann's nicht sein. So, gut, weiter geht's. So, wir machen den Abstecher bei Kiflon, denn dort sind auch viele Straftäter, die dort untergekommen sind. Und die stehen oftmals vor der Villa und die will ich mal einfach mal kontrollieren. Es wird eine Routinekontrolle sein und vielleicht ist da der ein oder andere dabei, gegen den ein Haftbefehl besteht. Gut, und das war jetzt eine Abfahrt zu früh. Gab es jetzt gerade fast einen Unfall, weil da einer bei Rot gefahren ist, nämlich dieser Serrano, oder wie der heißt. Oh, was, sag mal, was macht der denn? Wow, okay. Da haben wir jetzt ein dickes, fettes Problem, ne? Die hat nämlich jetzt gerade einen Unfall noch dazu verursacht. Und wenn hier eine Fahruntüchtigkeit vorliegt, dann hat die wirklich ein Problem oder der, ne? Wer auch immer das sein soll. So, den kontrollieren wir jetzt. In Serrano ist das genau. Das ist nämlich mein Streifenwagen, hat gerade auch was abbekommen. Die Zahl dafür. Suspect's license plate. Hoffentlich ist die versichert. Na, die hat schon ziemlich einen Pornoname. Okay, da liegt nichts vor. So, wir werden jetzt natürlich alle Tests machen. Ja, natürlich. Das fehlt jetzt noch. So, und jetzt flüchtet die auch noch. Also, die hat echt was verbrochen, ne? So, und wir machen ein Pit-Manöver und zwar jetzt. Ah, Mist. Hat nicht so ganz geklappt, aber es war schon ein ziemlich guter Ansatz, das Pit-Manöver. So, und jetzt ist sie zugeparkt. Raus aus dem Auto. Hände hoch. Wow. Ich hab dir ins Gesicht geschossen. Hoffentlich hat die das jetzt... Will die ja nicht töten jetzt, um Gottes Willen. Die ist ja unbewaffnet, aber... Das war echt schon gerade ziemlich krass. So. Okay. Ey, Leute, guckt's euch an, Mann. Das war Teamarbeit, oder? Das war Teamarbeit. Der ist jetzt extra dahin gerannt, um ein Bild zu machen. Das darf doch nicht wahr sein. Was stimmt mit den Leuten hier nicht, ne? Sag mal. Hey! Hey! Sag mal. Was gibt das denn? Runter auf den Boden, Polizei! Runter auf den Boden! Will das Auto klauen. Das ist ein Bug, aber für mich ist das kein Bug. So. Hat der Dreck am Stecken? Der James West? Ist mir eigentlich auch egal. Jetzt hat er's. Okay. Roger. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We have a person carrying a knife on Palomino Avenue. So, wir haben jetzt eine Person, die ein Messer trägt, gemeldet bekommen.
suspect is female. Und das könnte sie sein, ne? Ja, die hat ein Messer in der Hand. Wir brauchen auf jeden Fall hier weitere Unterstützung. We have an officer in need of assistance in Little Seoul. Charlie 4, roger that. We'll look for those maggots. Dispatch, this is Ocean 1 responding. Ma'am, bleiben Sie bitte stehen. Bleiben Sie stehen, genau. Ma'am, Hände hoch. LSPD, don't make me shoot you. Lassen Sie das Messer fallen. Lassen Sie das Messer fallen, genau. Sie hat es nicht fallen gelassen. Wo ist das Messer? Wo ist das Messer? Soll ich noch deutlicher werden? Wo ist das Messer hin? Irgendwo ist das hin. Ist das gedespawnt? Sie machen besser keine Tricks. Attention, this is dispatch. We are code 4. No further units required. Backup needed for okay. A suspect placed under arrest in Little Seoul. So, mal gucken, wo die jetzt das Messer hat. Ob das irgendwo noch an ihrem Körper ist. Nee, ist es nicht. Scheint also gedespawnt zu sein jetzt in unserem Fall. Gut. Und los geht's. Okay, der hat keinen Helm. Den lassen wir auf jeden Fall nicht durch. Hey, sag mal. Sag mal. Hey! Was soll das denn? Bleiben Sie auf dem Boden! Sag mal, zuerst keinen Helm aufhaben und dann noch mir ins Auto fahren. Wo kommen wir denn da hin? Customer refusing to pay. Den nehmen wir doch mal an. Da fahren wir jetzt mal hin. Ups, da bin ich jetzt ein bisschen falsch gefahren. Aber wir haben ja Sonderrechte. Kein Problem. Wir dürfen überall langfahren. Ich muss mal noch Custom Sirenen hier installieren. Ich habe das mal letztens probiert. Ich hatte die auch eine Zeit, aber mit einem Update waren die irgendwann wieder weg. Und dann muss ich mal gucken, dass ich die wieder neu rein installiere. Das werde ich dann in der nächsten Folge, habe ich die dann drin. So, da sind wir jetzt. Und wir haben hier augenscheinlich ein Problem mit zwei Leuten. Ein Kunde, der nicht zahlen will, das ist immer unangenehm. Ja, und wir gehen mal hin mit dem Taser und bereiten uns schon mal auf einen Kampf vor, eventuell. So. Okay, also offensichtlich war das Essen mangelhaft und das müsste jetzt, glaube ich, ein Jurist klären. Ich glaube, die Rechtslage ist so, dass sie es bezahlen müsste, aber es dann zurückfordern könnte. Aber ich bin mir da nicht sicher, bin ja kein Jurist, ne? Aber was sie gesagt hat, ist, they broke the law because my food tasted awful and there was hair in it. Aha, okay, das hat sie gesagt. So, was kann ich jetzt drücken? Mist. Wo stand das jetzt? Ah. Also irgendwas mit L stand da. Okay, das wollte ich. Ich wollte die nämlich gehen lassen. Weil so geht's ja nicht, ne?
Also essen in die Haare in die Suppe machen und dann sonst die Leute noch bezahlen. Normalerweise, wenn er jetzt korrekt gewesen wäre, hätte er gesagt, okay, es tut uns sehr leid, dass es das passiert ist. Wir erstatten ihnen die Kosten zurück oder irgend sowas in der Art. Aber dass er dann noch wollte, dass sie es bezahlt, das war die Spitze des Eisbergs, ne? Gut, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Patrouille schon läuft. Da ist einer, der hat Neonlichter unter dem Auto. Den kontrollieren wir noch. Und dann ist Feierabend. So. Also ein Kleinwagen, der Neonlichter unter dem Auto hat. Ich habe selbst einen Kleinwagen. Würde sowas niemals tun. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Deswegen gucken wir da jetzt mal genauer hin. Target License Plate 80 Mary Charles. Wow. Charles 700. A warrant issued. Proceed with caution. So, da hat dieser Michael Wilson müsste auch ein keine Active Warrants. Okay. Wir müssen jetzt hier auch vorsichtiger umgehen, weil er ist vom Gericht gesucht, ne? Das ist ein richterlicher Haftbefehl. Wenn's Bench heißt, dann bedeutet das, er ist nicht zum Gerichtstermin erschienen. Fangen jetzt mal an zu reden mit ihm. Erstmal gucken, ob er auch die Person ist, die wir jetzt hier gerade im Computer gesehen haben. Was gibt das denn? Hey, sag mal, jetzt ist aber... Hallo, was macht der denn? So, das ist dieser Michael Wilson. Sie haben noch einen Gerichtstermin offen, oder? Kann das sein? Sie kommen mal bitte mit. Genau. So. Den setzen wir mal hier ins Auto. Da rufen wir später ein Unternehmen, was also eine Einheit, die ihn mitnimmt. Und da sitzt ja noch jemand auf der Beifahrerseite, ne? Da müssen wir auch mal gucken, ob mit der Person alles in Ordnung ist. Steigen Sie mal bitte aus. Von Ihnen bräuchte ich auch mal den Personalausweis. Den kontrollieren wir nämlich jetzt auch. Na, ein Krimineller kommt selten alleine. So viel kann man schon mal sagen. Das ist der Jimmy Norman. Er ist auch gesucht. Also, das war das, was ich gesagt habe. Sie sind gesucht vom LSPD. Sie kommen bitte mit. So. Okay, und ansonsten haben wir jetzt hier auch zwei Leute. Wir können den jetzt mal kontrollieren auf verbotene Gegenstände. Ups, das war das Falsche. Kommen Sie mal bitte hier rüber. Ich will Sie mal noch kontrollieren. Also wir müssen da schon manchmal auch gründlich sein. Wir haben jetzt hier nichts gefunden. Das heißt, wir können jetzt hier mit Multitransport beide abtransportieren lassen. So, der setzt sich mal hin. Und wir nehmen das Auto mal unter die Lupe. Wir haben ein bisschen Haargel gefunden, aber das ist toll. Sollen wir kein benutzten Kondom finden oder sowas, ist das auch gar nicht so schlimm. Also ein Butterfly-Messer ist jetzt hier gelb. Vermutlich ist es in den Vereinigten Staaten legal. Aber hier in Deutschland ist das nicht gut, ne? So, und da haben wir auch Juwelen gefunden. Das ist also auch nicht so schön. Auf jeden Fall sind da beide, stecken da jetzt tief in der Scheiße, ne? Forged Passport, ja, ja. Da haben wir die richtigen rausgezogen. Also, jetzt nochmal ganz kurzes Resümee, um das zu rekapitulieren. Das Auto ist aufgefallen wegen den Neonlichtern. Weiß nicht, ob das so generiert ist von LSPDFR, dass das Fahrzeug so, ja, hier Flex hat. Gut, es wurden beide abtransportiert, ne? Da ist jetzt auch der zweite, der wegkommt. Gut, aber ansonsten kann ich mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Was ist mit dem? Was macht der denn hier? Ja, gut, so geht's auch, ne? An dieser Stelle kann ich mich jetzt nur verabschieden.
Ich habe es, glaube ich, ziemlich hart durchgezogen mit First Person. Es gab jetzt nur zwei Fälle, wo ich mal kurz raus musste. Jetzt werden wieder regelmäßig LSPDFR-Folgen kommen. Und der Alex hat auch im letzten Livestream gesagt, dass er auch wieder vorhat, ein Killteam zu machen. Mal gucken, ob er das jetzt heute, Stand Freitag, aufnimmt. Ihr werdet das Video morgen am Samstag sehen. Und mal schauen, ob dann auch da dann schon eine Folge Killteam draußen ist. Ja, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt, dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Macht's gut und haut rein. Ciao.